Ja, hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Linken, heute mit dem Parteivorsitzenden Martin Schürdewan und der stellvertretenden Parteivorsitzenden und Landesvorsitzenden von Berlin, Katina Schubert. Herr Schürdewan wird zum Erdbeben in der Türkei was sagen und Frau Schubert zum Endspurt beim Landtagswahlkampf in Berlin. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind zu unserer Pressekonferenz. Ich habe gerade mit meiner Co-Chefin Janine Wissler telefoniert, die sich derzeit in der Türkei aufhält, jetzt gerade in Ankara ist, aber in der letzten Nacht in Diyarbakir war, also in der Region, die von dem Erdbeben oder von den Erdbeben mit am massivsten betroffen gewesen ist. Und es gibt im Moment dort in der Gegend eine ganz dramatische Situation nach diesen Erdbeben, wo es ja mittlerweile mindestens 1500 Tote zu beklagen gibt, wo immer noch Tausende verschüttet sind in den Ruinen, wo auch schon Tausende aus den Ruinen geborgen wurden. Aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, der da gerade stattfindet. Die klimatischen Bedingungen sind extrem. Dort herrscht Winter. Die Kälte macht den Rettungskräften zu schaffen. Die Kälte macht natürlich auch den Menschen zu schaffen, die jetzt ihr Hab und Gut verloren haben, die auf den Straßen sitzen. Oder aber natürlich auch jede Minute zählt für diejenigen, die noch in den Trümmern gefangen sind. Das gilt insbesondere auch für die Region, die am massivsten von diesen Erdbebenstößen betroffen gewesen ist, unter anderem also Nordsyrien, Rojava, die Flüchtlingslager, aber auch an der Grenze zur Türkei. Also die Situation ist wirklich verheerend und deshalb muss die Bundesregierung an dieser Stelle handeln, muss humanitäre Hilfe schnellstmöglich in die Türkei und auch nach Syrien schicken. Das Technische Hilfswerk wäre dort natürlich am besten geeignet an dieser Stelle. Und was die Menschen jetzt brauchen, sind vor allem Sachspenden, also Decken, Heizung, Winterkleidung, Essenspakete, Babynahrung. Es mangelt offenkundig dort wirklich am notwendigsten. Und Janine Wissler ist, wie gesagt, vor Ort. Sie ist dort vor Ort, um den Prozess zu verfolgen, den Erdogan und sein Regime und seine Justiz angestrengt haben gegen die HDP, gegen die Oppositionspartei, die ja vor allem auch kurdisch geprägt ist. Dieser Prozess findet von Dienstag bis Donnerstag statt. Wir erwarten für Donnerstag die Urteilsverkündung. Es ist zu befürchten, dass die HDP verboten wird. Das wissen wir derzeit noch nicht, aber Janine Wissler ist dort vor Ort als Prozessbeobachterin, jetzt natürlich aber auch sehr gut erreichbar für Sie, für Ihre Nachfragen, was die unmittelbare Situation vor Ort wegen des Erdbebens betrifft. Das ist kurz soweit. Janine und die Genossinnen und Genossen, die da vor Ort die Delegation bilden, sind mit einem Schrecken davon gekommen, glücklicherweise. Vielen anderen ist das eben nicht so gegangen. Deshalb nochmal die Aufforderung an die Bundesregierung, schnellstmöglich auch entsprechend humanitäre Hilfe in die Türkei und in den Norden Syriens zu schicken. Soweit von mir eingangs. Und ich würde an dieser Stelle gern das Wort weitergeben an die stellvertretende Parteivorsitzende Katina Schubert, die auch Landesvorsitzende der Berliner Linken ist. Sie wissen, wir befinden uns im Endspurt der Wiederholungswahlen oder des Wahlkampfes für die Wiederholungswahlen. Und Katina, du hast das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Es sind jetzt noch 6 Tage und 5 Stunden, dann wissen wir Bescheid. Die Umfragelage ist ja mehr als diffus. Es ist so ein bisschen wie Kaffeesatzleserei, was den Ausgang der Wahl anbetrifft. Für uns als Linke ist entscheidend, dass wir natürlich erfolgreich sein wollen, dass wir unser Wahlergebnis mindestens halten wollen. Und für uns ist auch wichtig, dass wir den Einfluss der Linken in der Länderkammer, im Bundesrat erhalten, dass wir die auch als wichtiges Instrument sehen, um bundespolitisch Impulse zu setzen im Interesse der Linken, im Interesse einer progressiven Fortschrittskoalition. Was sind jetzt die entscheidenden Themen auf den letzten Metern? Nach wie vor sind wir der Überzeugung, das muss eine Mietenwahl sein. Das Thema Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, umsetzen, ist nach wie vor ein zentrales Thema, was wir hier in Berlin haben. Das ist nach wie vor auch umstritten. Zu den nicht ganz sachgemäßen Ausführungen des Bundeskanzlers hat sich Martin Schürdewan letzte Woche schon geäußert.
dass die Vergesellschaftung von Wohnungsbestand keine neuen Wohnungen schafft. Das ist ungefähr so zentral richtig, wie dass der Mond keine Sonnenstrahlen produziert. Selbstverständlich nicht. Beim Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen geht es um die Sicherung der Mieten im Bestand. Geht es um die Ausweitung des kommunalen, des gemeinwirtschaftlichen Wohnungssektors? Geht es darum, auch darüber Einfluss auf die Mietenentwicklung im Land Berlin insgesamt zu bekommen, weil das nun mal auch den Mietenspiegel entsprechend beeinflusst? Und nach Berechnungen von Wissenschaftlern können wir sogar trotz Entschädigungszahlungen für die zu vergesellschaftenden Wohnungen die Mieten dort sogar senken. Das heißt also, es hat unmittelbare Auswirkungen nicht nur für die Mieterinnen und Mieter, die im Bestand der zu vergesellschaftenden Wohnungen wohnen, sondern auch insgesamt auf den Mietspiegel und damit auch auf alle Mieterinnen und Mieter. Deswegen ist das für uns ein wichtiger Bestandteil der Mietenwahl in Berlin. Und ich glaube, das kann dann auch ausstrahlen ins Bundesgebiet, nämlich deutlich zu machen, wie wichtig es ist, den kommunalen, den gemeinwirtschaftlichen Wohnungsbestand auf der Genossenschaften auszuweiten, um Schluss damit zu machen, dass mit Immobilien, dass mit Wohnungen, mit dem Zuhause von Menschen Betongold sozusagen generiert wird, dass Profite damit generiert werden, die zulasten der Menschen gehen, die dort leben. Für uns genauso wichtig ist aber auch, den Neubau zu forcieren, und zwar nicht irgendeinen Neubau nach dem Motto bauen, 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 was die FDP jetzt wieder propagiert und was auch die SPD hier im Land immer wieder propagiert, sondern dass es konkret darum geht, sozialen Wohnungsbau anzukurbeln, der auch für mittlere Einkommen erschwinglich ist. Wir haben dazu hier in Berlin ein überzeugendes Konzept vorgelegt, wie wir den kommunalen Wohnungsbau fördern. Das ist natürlich auf Bundesebene genauso anwendbar. Wir müssen die Fördermittel konzentrieren auf die jeweiligen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, auf den Genossenschaftsbereich und aufhören, den privaten Wohnungskonzernen das Geld hinterherzuschmeißen, was sie gar nicht wollen, wenn sie davon nicht ordentlich extra Profite generieren können. Und das funktioniert halt im Moment in der momentanen Großwetterlage nicht. Insofern ist auch der Bund gut beraten, endlich aufzuhören, damit irgendwie den großen Immobilienkonzernen hinterherzulaufen, auf die unsichtbare Hand des Marktes aus dem 18. Jahrhundert zu hoffen, dass wenn man nur genug baut, dann schon irgendwo die Preise sinken würden. Das wird nicht passieren. Das wird viel zu lange dauern, gemessen an der Tatsache, dass wir jetzt schnell weiteren Wohnraum brauchen. Und insofern wird ja jetzt die Woche auch nochmal ein Gipfel von FESA geben zur Unterbringung von geflüchteten Menschen, gerade auch aus der Ukraine, aber aus vielen anderen Ländern, die jetzt im letzten Jahr gekommen sind und auch weiterhin kommen. Und deswegen muss es darum gehen, jetzt schnell bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und dafür gibt es Partnerinnen und Partner, das sind die Genossenschaften, das sind die Landeseigen, das sind die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, das ist der gemeinwirtschaftliche Bereich und der muss jetzt massiv ausgeweitet werden, hier in Berlin genauso wie bundesweit. Ja, und daran ein weiteres Rennerthema ist natürlich die A100, Bundesautobahn, insofern eigentlich Sache des Bundes, aber die soll jetzt hier mitten durch die Stadt geschlagen werden. Wer sich schon mal die Baustelle angeschaut hat, man muss sich nur in die S-Bahn, in die Ringbahn setzen und kommt dann irgendwie an der Baustelle vorbei, da kommen einem die Tränen, wenn man sich überlegt, was da an Stadtgrün vernichtet worden ist, was da an Wohnungen vernichtet worden sind, was da an Familien vertrieben worden sind, um da irgendwie dieses kleine Stückchen Autobahn zu bauen. Die FDP will es nun noch weiterziehen. Bis hinein nach Lichtenberg, die CDU will das auch. Das heißt, es wird weiterer Wohnraum zerstört, es werden weitere Familien verdrängt werden, einzelne Singles verdrängt werden, alle, die dort wohnen. Über die umweltpolitischen und klimapolitischen Auswirkungen brauche ich hier nicht zu reden. Eine Autobahn quer durch die Stadt ist einfach in jeder Hinsicht eine sozialpolitische, eine klimapolitische, eine umweltpolitische Sünde. Und wir wollen das mit allen Mitteln verhindern. Aber auch hier ist es wieder so, die FDP im Bund blockiert es oder treibt es sogar noch voran. Insofern können Sie sich sehr gut angucken, was ist der Unterschied zwischen einer Ampel und einer rot-rot-grünen Regierung oder einer rot-grün-roten Regierung. Bei der rot-grün-roten Regierung geht es tatsächlich darum, soziale Gerechtigkeit, Klimaneutralität zu einem Konzept zusammenzubringen und im Interesse der Menschen, die hier leben, die hier ihr Zuhause haben, die eben nicht auf Rosen gebettet sind, es so zu gestalten, damit sie trotzdem ein schönes und gutes Leben hier haben. Und in der Ampel geht es da vor allen Dingen darum, Profit zu sichern für die, die sowieso schon genug haben. Das macht den Unterschied, die Linke macht den Unterschied. Dafür kämpfen wir jetzt noch 6 Tage und 5 Stunden knapp. Und dann werden wir natürlich darum fighten, dass es dann auch eine weitere Fortschrittskoalition, eine wirkliche Fortschrittskoalition gibt, und zwar eine
Rot-Rot-Grüne oder Rot-Grün-Rote oder Grün-Rot-Rote, wie auch immer. Wir haben einen Spitzenkandidaten, der gerade wieder an den Beliebtheitsskalen ordentlich nach oben treibt, der als kompetenter Bürgermeister, Kultursenator, aber auch als kompetenter Allrounder und Wahlkämpfer, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen überzeugt. Und insofern bin ich auch optimistisch, was den Wahlausgang am nächsten Sonntag anbetrifft. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Herr Jahn? Und zwar zum Thema Flüchtlinge. Viele Kommunen beklagen ja gegenwärtig eine Überlastung durch einfach zu viele Flüchtlinge, die ankommen. Jetzt gibt es Forderungen an den Bund, mehr Abschiebungen zu ermöglichen und für eine Begrenzung der Zuwanderung zu sorgen. Was kann, was sollte die Bundesregierung aus Sicht der Linken tun, um den Kommunen da zu helfen? Ja, vielen Dank, Herr Jahn, für die Frage. Also zunächst halte ich es für richtig, dass die Bundesregierung, wenn auch längst überfällig, endlich aktiv wird und zu einem Gipfel einlädt, um mit den Kommunen gemeinsam zu beraten, wie man mit der Situation umgehen kann, die ja auch maßgeblich dadurch entstanden ist. Und ich halte das auch für richtig, dass Deutschland sich bereit erklärt, dass die Europäische Union sich bereit erklärt hat, auf kurzem Wege, auch auf kurzem Dienstwege, wenn man das so sagen kann, die Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine aufzunehmen. Was jetzt allerdings an Forderungen, vor allem aus konservativer und rechter Ecke, da erklingt, halte ich für fatal. Ich halte das für eine wirklich populistische Entsolidarisierung einerseits mit den Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine, also mit der notleidenden Zivilbevölkerung, und andererseits für einen generellen Angriff auf das verbriefte Asylrecht eines jeden Menschen. Und dem muss natürlich entschieden ein Riegel vorgeschoben werden, auch durch die Bundesregierung, in dem klargemacht wird, dass die Bundesregierung die Kommunen unterstützt dabei, dass die Geflüchteten und diejenigen, die berechtigterweise Asyl auch in Deutschland suchen und auch ein Anrecht darauf haben, Asyl in Deutschland zu finden, entsprechend unterstützt werden. Also die Kommunen brauchen finanzielle Unterstützung, um die Menschen vor Ort entsprechend betreuen, aufnehmen und auch integrieren zu können. Vielleicht eine Frage auch an Frau Schubert, weil das ja auf der kommunalen Ebene auch oder auf der Berliner Ebene ja auch eine Rolle spielt. Ja, Berlin ist sozusagen Vorreiter, wenn es um die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch aus vielen anderen Ländern geht. Und natürlich merken wir jetzt auch, dass die Kapazitäten knapp werden. Deswegen hat der Senat, hat Katja Kipping als zuständige Senatorin ja auch alle Hebel in Bewegung gesetzt, um vernünftige Unterbringungen zu schaffen. Und gleichzeitig sagen wir eben, es ist nicht damit getan, dass wir temporär Unterbringungen schaffen, sondern wir müssen den sozialen Wohnungsbau ankurbeln und entsprechend da auch die Mittel konzentrieren. Lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen. Wer jetzt sagt, man muss Zuwanderung begrenzen, das hat nichts mit dem Recht auf Asyl zu tun, das hat auch nichts mit Kriegsflüchtlingen zu tun. Bei der Zuwanderung geht es ja erstmal um ganz andere Dinge. Und wenn man gleichzeitig sagt, man hat einen Fachkräftemangel und man muss die Zuwanderung forcieren von Fachkräften, dann sieht man, dass das reine Ideologie ist und reine Demagogik ist, die jetzt hier von konservativen Kreisen vorangetrieben wird, um damit Stimmung gegen geflüchtete Menschen zu machen. Das Recht auf Asyl ist ein Grundrecht, das ist nicht kontingentierbar und das ist auch nicht quotierbar. Und genauso ist es mit Kriegsflüchtlingen. Es gibt eine Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt jetzt die Massenzustromrichtlinie für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Also das ist wirklich pure Propaganda, die da gemacht wird auf den Kosten und auf dem Rücken von diesen Menschen, die aus Not und Elend geflohen sind. Und ich halte das wirklich für verheerend. Wir sollten unsere Kräfte darauf konzentrieren, jetzt den kommunalen, den sozialen Wohnungsbau voranzutreiben, Möglichkeiten zu schaffen, Schulplätze zu schaffen für die Kinder, Kindergartenplätze zu schaffen, damit es da eine schnelle Integration gibt. Die Anerkennung von beruflichen Abschlüssen zu forcieren, damit Menschen schnellen Weg in die Erwerbsarbeit finden und das, was sie an Qualifikationen ja auch mitbringen, auch tatsächlich nutzen können. Mir muss kein Unternehmen mehr über Fachkräfte vorjammern, wenn es nicht gleichzeitig die Möglichkeit gibt, dann auch die Fachkräfte, die kommen, schnell auch zu integrieren. Und dazu braucht es auch die entsprechenden Rahmenbedingungen, auch gerade von der Bundesebene, die in solchen Fragen ja immer unendlich langsam ist. Danke. Es gibt eine weitere Frage. Ich bin wegen der Berlin-Wahl tatsächlich hier. Herr Schürdewand, es sind jetzt ja zwei Landtagswahlen, bei denen es um Rot-Grün-Rot gehen wird, also Berlin und dann Bremen. Welche Bedeutung würden Sie diesen beiden Wahlen beimessen und wie ist so Ihr Eindruck? Ist die Bundespartei eher eine Stütze für die Landesverbände oder eher eine Belastung in diesem Wahlkampf?
Ja, die Bedeutung dieser beiden Wahlen ist natürlich groß insgesamt für die Partei, aber ich möchte zunächst hervorheben und betonen, was für einen wirklich guten, engagierten Wahlkampf die Berliner Linke macht, die sich bei ihrer Themensetzung in ihrer Programmatik auf das Wesentliche konzentriert. Frau Schubert hat ja schon ausgeführt, wie beliebt auch der Spitzenkandidat ist, welche Bilanz aber auch die Senatorinnen und Senatoren in ihrer politischen Arbeit im Senat erzielt haben. Katja Kipping ist da zu nennen, Lena Kreck. Von daher denke ich, dass die Berliner Linke da wirklich einen sehr guten, einen sehr starken, auch einen in die Partei hinein motivierend wirkenden Wahlkampf führt. Ich selbst war auch bei mehreren Wahlkampfterminen dabei und bin wirklich auf eine Partei getroffen, wo ich glaube sogar mehr Leute im Moment Wahlkampf machen, als das 2021 der Fall gewesen ist. Und auch das Feedback auf der Straße der Leute ist sehr positiv. Von daher bin ich auch optimistisch und schließe mich dem Optimismus an, der hier geäußert wurde, dass wir mindestens unser Ergebnis halten werden können. Was die Bundespartei betrifft, versuchen wir natürlich den Wahlkampf unserer wahlkämpfenden Landesverbände zu unterstützen. Das machen wir immer. Und ich bin sehr froh darüber, dass auch die, sagen wir mal, die Dynamik dieses Wahlkampfes, den der Berliner Landesverband ja auch zeigt, darauf hinweist, dass das doch auch, ich glaube, ein Teil einer Stabilisierung und Trendwende für die Bundespartei sein kann. Danke, es gibt eine Rückfrage. Nochmal an Sie, Herr Schildewan. Wie wichtig ist das denn aus Ihrer Sicht, dass jetzt diese Landesregierungsbeteiligung dann auch erhalten bleiben? Und Frau Schubert, es gab auch schon einen Wahlkampfauftritt von Frau Wagenknecht, soweit ich das weiß, bisher einen. Ist das für Sie aus Ihrer Sicht hilfreich oder möglicherweise sollten bestimmte Personen Wahlkampf unterlassen für die Linke? Ich wünsche mir natürlich, dass so viel linke Politik wie möglich in diesem Land umgesetzt werden kann in der Bundesrepublik. Und dazu zählt für mich auch, dass sich die linken Landesverbände, wenn die Konstellation das ergeben nach Wahlen, sich an Landesregierung beteiligen. Und wie gesagt, die Bilanz des Berliner Senates und vor allem die Bilanz der Berliner Linken spricht da doch eine eindeutige Sprache auch der Verbesserung der Lebensverhältnisse der Berlinerinnen und Berliner, dass sich einsetzen für einen gerechten Wohnungsmarkt, für gutes Wohnen in der Stadt, die hervorragende Kulturpolitik, die der Kultussenator auch während der Corona-Pandemie, also Klaus Lederer, unser Spitzenkandidat, gemacht hat, dass sich einsetzen für die Geflüchteten aus der Ukraine, für obdachlose Menschen, aber auch zum Beispiel die Gründung des Netzwerkes der Wärme durch Katja Kipping, durch unsere Sozialsenatoren, sind wirklich Leuchttürme auch in der Stadtpolitik. Und wir streiten darum, dass Berlin eine lebenswerte Stadt ist und eine lebenswerte Stadt bleibt für alle, die den Weg hierher gefunden haben, die aber auch noch zukünftig herkommen werden und vor allem, dass die Leute sich das Leben in dieser Stadt auch leisten können. Und dafür braucht es eine starke Linke und meiner Ansicht nach auch eine starke Linke im Senat. Ich komme gerade von einem Wahlkampfeinsatz mit meiner Bremer Amtsschwester Anna Fischer und der Bremer Fraktionsvorsitzenden Sophia Leonidakis, die hier sind, um uns zu unterstützen, so wie es viele Genossinnen und Genossen aus dem ganzen Bundesgebiet kommen, die jetzt hier echt Winterwahlkampf machen, was nun eine besondere Herausforderung ist. Das heißt, da steht die Partei einfach zusammen und das ist auch für das Gefühl, mit dem man in dieser Wahlauseinandersetzung geht, sehr gutes. Und ich glaube, das zeigt, dass diese Partei tatsächlich eine Zukunft hat. Ehrlich gesagt, ob Frau Wagenknecht irgendwo in irgendeinem Bezirk irgendeinen Auftritt hat. Das ist mehr ein Medienphänomen, dass es irgendeinen Einfluss hat auf die Wahlauseinandersetzung, die wir hier führen. Sie steht hier nicht zur Wahl. Sie hat hier auch null Einfluss, was die Politik der Berliner Linken anbetrifft. Und das gehört tatsächlich nicht zu dem, auf was wir uns konzentrieren, nämlich auf das Wesentliche für die Berlinerinnen und Berliner, dass hier jeder sicher durch den Winter kommt. Wir haben einen Härtefallfonds aufgelegt gegen Strom- und Gassperren, sodass auch niemand im Kalten oder im Dunkeln sitzen muss, der ja auch sehr schnell und unbürokratisch abrufbar ist seit dem 9. Januar. Also insofern, wir machen konkrete Politik, die konkret den Menschen hilft in schwierigen Situationen und brauchen keine guten Ratschläge aus Düsseldorf oder Saarbrücken oder wo auch immer, wo sie gerade ist. Okay, vielen Dank. Dann bedanke ich mich fürs Interesse und wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Tschüss. Vielen Dank.